Dear Gretchen Falsch, my whiskey friends, welcome to my whiskey chair, whiskey dog, yeah! What's going on with the crack, my mouth, you may some more crates, huh? Alles klar, alles gut, heute keine Whisky trinke ich, yeah, doch später ja. Heute ist noch Fußball, natürlich wie ihr, sind natürlich heute für Deutschland, ist natürlich klar. Ja, heute habe ich eine Whisky Challenge. Und zwar 3 Standards-Whiskys und 2 Nominierungen sollte ich machen. Ich wurde da auserwählt oder ich bin sowieso der Auserwählte. Nach St. Patrick natürlich bin ich der Zweite. St. Stephen Jones. Yes. Okay. Was wollte ich sagen? Ich wollte was vergessen, ja. Achso, ja, da wurde ich nominiert from the White King. Whiskey Wikinger hat gesagt, ich soll mal 3 vorstellen. 3 Standard-Whiskys, die bei mir eigentlich so viel ich verstanden habe. Das haben, also mehrere Leute haben schon gemacht das und sie haben gesagt, dann mach mal auch jetzt. Oder hat er gesagt, mach mal auch. Ich weiß nicht, ob anderer mich auch noch nominiert hat. Alles hatte ich noch keine Zeit zu gucken. Ja, und da habe ich so verstanden, man soll so raussuchen, die man eigentlich gerne trinkt oder immer da hat und die man auch immer wieder neu kaufen würde. Ja, ich habe einfach mal 3 jetzt mir ausgesucht, obwohl ich eigentlich 4 noch von der Insel Isle à la Freud mit reinnehmen wollte, aber ich glaube, man soll nur 3 nehmen. Okay, La Freud kann man so sich nebenbei denken, wenn man nur die rauchigen, ich habe jetzt keinen rauchigen dabei. Okay, was wollte ich noch sagen? Nichts weiter. Okay, dann fange ich gleich mal an, natürlich mit Irish. Irish immer die Number One, sieht man ja auch an mir. Immer gut, gut gelaunt, schmeckt gut und ja, da haben wir den Redbreast 21. Ja, das ist dieser Whisky hier. Schöne Umverpackung oder schöne Holzkiste, sage ich jetzt mal. Ist mein absoluter Irish Lieblingswhisky. Habe ich immer da, wenn alles wird immer neu gekauft, preislich scheißegal, so sage ich jetzt mal. Ja, liegt natürlich nicht so bei jedem Preis, Portemonnaie sagt man so, in the wallet. Ich meine so, ja, was kostet der jetzt, glaube ich? Ich glaube so 140 oder so, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon nicht nachgeguckt. Ich muss mal aber wieder neu bestellen, werde ich jetzt am Wochenende machen. Für mich einfach diese Fruchtigkeit, die da rauskommt und einfach Bombe. Wie dir schmeckt, der schmeckt einfach so. Der hat so viel Volumen im Mund drin, wirklich Bombe. Wer jetzt nicht jedes Mal dazu greifen will, aber gerne auch mal Redbreast probieren möchte und kennt noch nicht, kann auch auf den 12er zurückgreifen. Der kostet um die 40 Euro. Schmeckt auch sehr gut. Er hat zwar nicht so die Wuchtigkeit von denen, aber er hat auch schon eine gute Wucht. Bombe! Yeah! So, da kommen wir jetzt zu meinem zweiten Whisky, den ich auch, habe ich jedes Jahr da, wird jedes Jahr nach Silvester getrunken und, also, nein, eigentlich muss man umgekehrt, also Christmas wird natürlich getrunken, zu Weihnachten, bei Weihnachtsfeiertag wird ein bisschen getrunken davon und dann immer, wenn Silvester vorbei ist, nach Silvester nochmal, erste, zweite Tag zum Daten, wenn immer das ist, trinken wir das. Das ist der Dalmor. Der Dalmor King Alexander der Dritte. Ja, den können wir hier aufmachen. So sieht die Flasche aus. Hier drinnen ist noch mehr, ist noch was drin. Ja, gut noch. Muss aber auch mal wieder neu bestellen, aber noch ist ja nicht Weihnachten. Ja, dieser Whisky natürlich Dalmor. Ich mag ja Dalmor sowieso und guck mal, wie ich gemacht habe. Eigentlich so. Oh mein, das kommt davon, wenn man kein Whisky trinkt. Da macht man alles falsch. So. Nein, Scherz. Ja, Dalmor, auch dieser Whisky, für mich nach dem 25-Jährigen, für mich der absolute Liebling davon. Kaufe ich immer wieder nach, wie gesagt, aber dieser Whisky hält bei mir ein Jahr, weil der ist immer erst zum Ende des Jahres, obwohl der davor hat auch schon mal 2 Jahre gehalten. Da wurde nur ganz wenig getrunken, wie gesagt, nur zum Christmas Time war das und Silvester, ja. Hot Money! Okay, ja, weil preislich liegt der natürlich auch sehr teuer. Ich glaube, der wird jetzt schon von 160 bis 200 gehandelt. Aber, wie gesagt, Preis, naja, ist nicht egal, sage ich jetzt mal. Aber ich finde ihn halt gut. Leider keine Altersangabe und so. Normalerweise würde ich so den Whisky gar nicht kaufen, aber er gefällt mir sehr gut. Ja, was wollte ich sagen? Die beiden, wie gesagt, die. Jetzt habe ich einen dritten Whisky. Oh, jetzt ist sie runtergefallen, das Ding. Scheiße. Oh, ja, das ist natürlich, wenn man live macht, ist natürlich nicht so gut. Live passieren dann halt Sachen, da fällt ein das runter. Ja,
packen mal wieder rauf hier schnell. Guck mal. Ja, hier nochmal. ja, das passiert halt, wenn es mal so, ja, wenn es ein bisschen schief hier war. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, der dritte Whisky ist dieser Whisky und zwar ist es der Monkey Shoulder. Und das ist kein Single Malt Whisky oder Single Malt Scotch Whisky, ist ein Blended Malt Scotch Whisky. Er besteht aus drei verschiedenen Whiskys, das ist der Kininvie, der Balwinie und der Glenfiddich. Die drei sind da drinne. Und oh, jetzt ist mein Glas auch noch kaputt gegangen, habe ich gesehen. Mein Damoglas kann man vielleicht auch noch mal irgendwann einen kleinen Schluck reinmachen und trinken. Naja, egal. Ah, den Deckel haben wir noch hier, siehst du. Was soll's, wenn wir gleich wieder sauber machen und dann wird neu gekauft. Ist scheißegal. Ist mir das erste Mal passiert, irgendwas muss hier schief angebohrt sein oder so. Keine Ahnung, oder nicht angebohrt sein. Ja, jetzt bleiben wir bei dem Whisky hier. Ist live, ich schneide das auch nicht, ist mir eigentlich egal. bei mir, die Ire passiert immer irgendwas. Keine Ahnung, ich bin ein Tollpatsch, lalala, scheißegal. Ja, was wollte ich sagen? Ja, dieser Whisky, auch sehr schön fruchtig. Wie gesagt, hat viel Orange, Zitrone und ist ein wirklich schöner Blended Malt und hat eine ganz andere Preisklasse zum Beispiel. Der kostet so um die 20, 22 Euro. Also kann man nicht meckern. Ja, da habe ich meine drei Whiskys vorgestellt mit runterfallen. Hätte ich jetzt bestimmt ein Guinness dazu getrunken, was ich eigentlich dazu trinken wollte, um meine Whiskys vorzustellen bei der Whisky Challenge, wäre das bestimmt nicht passiert. Aber jetzt passiert es so, ist egal, es passiert, ist passiert. Zum Glück habe ich hier nicht noch mehr Gläser zu stehen. Ja, das ist also meine Challenge gewesen. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Gute Standards für mich. Und jetzt, wem nominiere ich? Ich nominiere, denn ich weiß gar nicht, wer da noch nicht oder nicht war. Ich nehme jetzt mal welche, die eigentlich sonst, glaube ich, nicht so oft irgendwo rankommen. Ich nehme mal Sean's Whisky-Ecke. Den hatte ich, glaube ich, letztes Mal bei dem anderen Ding auch genommen. Und ich nehme den Whisky Evening, ja. Mal gucken, ob er mal einen anderen rausbringt und nicht nur Bourbons, so wie bei The Viking. Da war ja nicht nur Bowmore diesmal, sondern auch andere Whiskys. Ja, dann hoffe ich, dass euch gefallen hat mein Video mal wieder. Und wie gesagt, ich schneide nicht, ich lasse es so, auch hoffe, hat euch auch so gefallen. Man muss ja nicht hier rumspinnen und schneiden. Ihr kennt mich, ich bin immer ehrlich, ein Iris immer ehrlich und stand auf Standby und sei proud of the Irish. Yeah, okay, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und see you later, Alligator Slug.